immer mit dir. Für gewöhnlich sind wir in den Park gekommen. Ich habe das Auto geparkt. Und so bin ich mit meinem Lehrer auf einen Tagesausflug gegangen. Jeden Tag. Für gewöhnlich von 9 Uhr vormittags bis 12 Uhr mittags. Der Park war leer. Es gab Jahre, wo außer dem Unabhängigkeitstag oder anderen besonderen Ereignissen es hier leer war. Gut, und dann sind wir sind für gewöhnlich dann gegangen. Der Rabash war zu meiner Linken und ich war zu der Rechten. Rabash hat sich sehr, sehr für diese Welt interessiert. Er hat Nachrichten gehört. Natürlich hat er all diese Sachen mit allen Ereignissen, mit der höheren Lenkung verglichen. Und ich musste zu jeder Stunde das Radio einschalten, um für 2-3 Minuten ihm die Nachrichten vorzuspielen. Während des Libanonkriegs hat er sogar während dem Unterricht Nachrichten gehört. Und fremde Leute sind zum Unterricht gekommen und haben gefragt, wieso er während dem Unterricht den Unterricht unterbricht, um so fremde Sachen zu hören, um Nachrichten zu hören. Was geschieht hier? Das war überhaupt nicht üblich, dass ein orthodoxer Mensch Radio hört. Und seine Antwort darauf war: Wenn dort deine Söhne wären, würdest du dich sicherlich auch dafür interessieren, was dort geschieht. Du wärst mit deinem Herzen dort, würdest das Radio einschalten und hören, was dort geschieht, weil du fühlen würdest, dass dein Schicksal davon abhängig ist. Unser ganzes Militär ist dort. All das sind meine Söhne und deshalb sorge ich mich sehr um sie. Von dem kann man verstehen, wie sehr ein Kabbalist, der ein orthodoxer Mensch ist, der zur orthodoxen Welt gehört, eine besondere Empfindung für das Volk entwickelt und dass ihm das gesamte Volk wichtig ist und die ganze Welt, so wie der Baal HaSulam im Artikel Matan Torah schreibt, dass je entwickelter der Mensch er ist, er sich mehr anfängt zu sorgen um die Familie und von der Familie dann zu den Angehörigen, von den Angehörigen zur Gesellschaft, zu seinem Land und dann zur ganzen Welt. Natürlich fängt der Kabbalist an, seine Seele zu entwickeln und beginnt zu fühlen, wie sehr sie verbunden ist mit allen anderen Seelen, unabhängig von all den Geschlechtern und von ob es männlich oder weiblich ist und allen Rassen. Und er ist verbunden mit all den Menschen. Rabash war wirklich einer der letzten Mohikaner. Und jedes Jahr sehen wir an seinem Todestag, dass niemand nach ihm kommen kann, um auf so einer hohen Stufe zu sein wie er. Und es gibt wirklich keine Kabbalisten mehr. Wir sind die letzte Generation des tiefsten Abstieges und jetzt kann es nur noch einen Aufstieg nach oben geben.